Die Sonne scheint mir aus dem Arm. Was für eine Nacht. Bin mit nem Grinsen aufgewacht. Ich schmeiß den Wecker aus dem Fenster. Zu live aus dem Fernsehzimmer. Herzlich willkommen zu live aus dem Fernsehzimmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu live aus dem Fernsehzimmer. Und damit herzlich willkommen bei live aus dem Fernsehzimmer. Heute am Pfingstmontag ausnahmsweise mal wirklich nicht live. Deswegen auch locker leger hier von der Fernsehzimmer Bar, die Sie selbstverständlich ab nächster Woche wieder besuchen können, wenn Sie mögen. Immer montags ab 19.30 Uhr ist geöffnet. Dann kommen Sie rein und erleben auch mal mit, wie so eine Live-Fernsehsendung gemacht wird. Wir haben vorgearbeitet, damit wir Pfingsten auch mal frei haben können und haben am 1. Mai nämlich eine Sendung aufgezeichnet mit einer wundervollen Band aus Erfurt, das Neuwerk. Und die haben eine neue CD, die sie uns jetzt ausschnittsweise ein bisschen vorstellen wollen. Teil eines Ganzen heißt die. Und wenn Sie mögen, können Sie so eine CD am Ende der Sendung auch gewinnen. Ich würde mich freuen. Und wir gucken auch ein bisschen gemeinsam nochmal auf die letzten Sendungen, die es hier so gab. Wir hatten fantastische Gäste vom Wurmzüchter bis zur Techno-Band waren eigentlich alle da. Ein aufgehender Stern am Schlagerhimmel, der aus Thüringen kommt, war unser Gast. Wir hatten Politiker zu Gast, wir hatten ganz normale Menschen zu Gast. Es war eine bunte Mischung, aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit das Neuwerk. Teil eines Ganzen ist ihre neue Platte und so heißt auch das kleine Programm, das sie hier für uns spielen. Thank you.
Tag, der mich zweifeln lässt an dieser Welt. Wir lassen alles zurück, verschenken unser Glück. Unser Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Halt mich nicht daran fest, denn ich glaube, es ist echt ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Ich lass einfach los, denn dieser Moment ist unsere Zeit. Wir sind Teil eines Ganzen, und das sind wir allein. Wir sind Teil eines Ganzen. Verlieren die Sicht, Maße kennen wir nicht. Alles höher, alles größer aufgebaut. Da geht immer noch mehr, immer mehr, immer mehr. Mein Auto, mein Boot, mein Haus am Meer. Wenn das die Lösung ist, gib mein Problem zurück. Ich geb mich hierfür nicht mehr her. Ich lass einfach los, gewinn mit jedem Moment die Zeit zurück. Wir sind Teil eines Ganzen, und doch sind wir allein. Wir sind Teil. Schützt mit uns ein. Wir sind Teil eines Ganzen, und doch sind wir allein. Wir sind Teil eines Ganzen. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ich bitte darum. Was ist 5x7? 5x7 ist 35. Entschuldigung, auf diese Frage war ich jetzt wirklich null vorbereitet. Ja, dann kommen die üblichen Fragen. Warum heißt ihr Neuwerk? Ja, wir wollten im Prinzip etwas Neues schaffen, ein neues Werk erschaffen. Und wir haben damals, als wir über den Namen nachgedacht haben, haben wir in Erfurt in der Neuwerkstraße im Pub gesessen. Ach was. Und irgendwie kam das dann so zustande. Man muss dazu sagen, viele fragen immer, wie es zu diesem DAS davor kommt. Mhm. Das Ganze hat angefangen als Soloprojekt. Ich bin damals, als meine ehemalige Band sich aufgelöst hatte, ins Studio gegangen und habe ein Soloalbum aufgenommen. Und dann habe ich aber festgestellt, kann es ja nicht auf die Bühne bringen. Und habe so dann ja die Kollegen, mit denen ich jetzt hier gemeinsam Spiele gefunden, und wir haben uns dann entschieden, einfach wieder ein Bandprojekt daraus zu machen. Teil des Ganzen haben wir jetzt schon gehört. Es ist das neue Album im Grunde auch. Korrekt, es ist im Prinzip unser Banddebüt. Und in der Besetzung, seit wann seid ihr zusammen? Seit 2017 in dieser Besetzung. Werden dann jetzt bald 5 Jahre. Korrekt, Wahnsinn. Und dann jetzt ein Banddebüt endlich auf CD. Ja, hat sich ein bisschen verzögert aufgrund der Zeit, die dem einen oder anderen in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren ja vielleicht auch aufgefallen ist. Deswegen mussten wir etwas warten mit dem Release. 13 Songs. Korrekt. Da würden ja andere Bands schon wieder sagen, nee, 12 oder 14 machen wir, aber niemals 13. Ja, man muss dazu sagen, es waren eigentlich ursprünglich 12, und wir hatten dann bei einem Song, wo wir ein Musikvideo dazu gedreht hatten, da habe ich mal an einem Flügel gesessen, das hat man ja auch nicht jeden Tag, und da hatte ich im Vorfeld mir schon für einen anderen Song damals so eine Piano-Line ausgedacht, und die habe ich dann dort mal zum Besten gegeben, und der Produzent war so begeistert davon, dass er gesagt hat, den nehmen wir jetzt nochmal separat auf, und das ist der 13. Titel geworden. Hat die 13 jetzt schon Unglück gebracht oder noch nicht? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, der Titel kam bei vielen, würde ich eher sagen, sehr, 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 sehr gut an. Gut. 13. Titel, also ganz besonders mal hören, der heißt, jetzt muss ich gucken, es tut mir leid.
Lustigerweise hören wir den jetzt auch. Ich hoffe. Du siehst mich mit müden Augen an, ein Blick voller Regentropfen. Nimm dich in den Arm und schau zur Tür, sie schreit. Unsere Welt scheint einzufrieren, voller stummer Worte. Nur noch dein zartes Schluchzen bricht die Stille. Es tut mir leid, dich so zu sehen, und es tut mir leid, jetzt zu gehen. Ey, es tut mir leid, ich fühle genau, wie es dir geht. Es tut mir leid, dich so zu sehen, und es tut mir leid, jetzt zu gehen. Es tut mir leid, ich hab das. Werd nie wieder sein, wer ich mal war. Ich trag dich im Herzen bei mir. Schaust an mir vorbei und flehst mich an. Bleib hier. Glaub mir, alles zieht vorbei. Selbst die schlimmsten Stürme kreist sich an deinem Kissen. Tut mir leid, ich so. Was hab ich falsch gemacht, dass du mich so ansiehst? Wir haben uns so oft gezofft, bis einer wieder ankroch
und dachten, so geht das Spiel. Doch wer nur rückwärts sieht, verliert. Das haben wir längst schon kapiert. Mensch, ärger dich nicht allein, dazu gehören nur zwei. Es tut weh zu verstehen, dass wir beide uns nie wiedersehen. Es tut weh zu verstehen, dass wir ab heute getrennte Wege gehen. Ich hab dir gesagt, du hast nichts falsch gemacht und dass mich gar nichts verletzt. Wir haben noch so viel erlebt, dass uns nichts brechen kann. Wir haben es voll unterschätzt. Doch in unserem Fall ist eins und eins nicht länger zwei. Es tut weh zu verstehen, dass wir beide uns nie wiedersehen. Es tut weh zu verstehen, dass wir ab heute getrennte Wege gehen. Es tut weh zu Hallo Daniel zurück. Das ist ein bisschen blöd, wenn man heute irgendwie im Raum Daniel ruft, kommen drei oder vier. Tatsächlich habe ich das festgestellt, also gerade jetzt so im Musikbereich, unser Produzent heißt Daniel, die Band macht schon immer so ihre Witze, egal mit wem wir irgendwie Kontakt haben, alle heißen sie immer Daniel, also ein schöner Name, würde ich sagen. Im Grunde ja, und Elton John hat für uns ein Lied geschrieben. Ja. Was hörst du außer deiner eigenen Musik jeden Tag gerne? Also ich glaube, die eigene hört man gar nicht dann so oft, aber ich bin da tatsächlich relativ offen. Und ja, letzten Endes natürlich schon eher so auch im Rockbereich, da komme ich eigentlich ursprünglich her. Mhm. Ja, aber ich bin da sehr, 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 sehr offen. Also ich kann auch bei Künstlern, die vielleicht jetzt nicht klassisch aus dem Rock kommen, wenn mir ein Song gefällt, dann gefällt er mir. Die deutschen Texte, wer schreibt die bei euch? Ist das ein Gemeinschaftswerk auch oder bist du da eher... Also die Texte schreibe ich hauptsächlich. Wir haben auf dem Album sind zwei Titel, die habe ich gemeinsam mit Benjamin, unserem Bassisten, geschrieben. Und ansonsten entstehen die Texte schon eher bei mir. Aber die Songs, die schreiben wir halt dann wieder wirklich geschlossen. Da kommt tatsächlich zum Beispiel auch von Benjamin sehr, sehr viel Input. Viele flüchten sich ins Englische, dann, weil es schöner klingt und so. Und deutsche Rockmusik zu machen, ist erstmal gar nicht so einfach. Frag Peter Maffay. Warum habt ihr euch doch fürs Deutsch entschieden? Also, ich glaube, dass wir alle vorher ja schon englischsprachige Musik gemacht haben und man stellt sich dann eben die Frage und möchte, oder beziehungsweise nicht, man stellt sich die Frage, man möchte einfach mal was Neues dann machen. Und deswegen lag es irgendwie auf der Hand, dass wir jetzt mal was Deutschsprachiges machen. Und ich muss gestehen, dadurch, dass ich halt auch der Texter bin, ich hatte davor ganz am Anfang schon so ein bisschen meine Bedenken, ob das wirklich am Ende immer so richtig cool kommt, weil ich sag mal, so ein Love You, das klingt halt immer noch cooler als ein Ich liebe dich. Mhm. Das kann halt sehr, sehr schnell platt alles klingen. Und aber als ich dann angefangen habe und die ersten Songs entstanden sind, war ich der Meinung, ja, also
finde ich eigentlich persönlich auch nicht sogar so schlecht. Mit dem nächsten Thema hat Rudi Carrell auch so seine Erfahrungen gemacht. Bei euch ist es ein gute Laune-Song geworden, glaube ich. Endlich wieder Sommer. Hätte platt werden können, ist aber nicht. Da freue ich mich, wenn du das sagst. Ich freue mich sehr. Hey, das Wetter könnte schöner sein. Wir tauschen Regen gegen Sonnenschein. Und wir sitzen auf dem warmen Stein. Feiern wild bis in die Nacht hinein. Der Himmel klar, der Mond scheint hell. Wir werfen Schatten auf die Häuser dieser Welt. Wir atmen ein und wieder aus. Heute drehen wir richtig auf. Endlich wieder Sommer. Die Sonne rein, können am Bagger unseren Tag verbringen, hören den Soundtrack unseres Lebens klingen, lass am Lagerfeuer Lieder singen und am Abend nackt ins Wasser springen. Wir atmen ein und wieder aus, der milde Sommerwind streift sanft über die Haut. Das Neuwerk geht gleich weiter mit diesem kleinen Pfingstkonzert, aber vorher noch mal eine kleine Erinnerung an Leute, die hier waren. Für mich am beeindruckendsten waren, muss ich ehrlich sagen, der Abend der verrückten Vereine. Da waren vom American Football Verein aus Suhl bis hin zum Meiler Verein aus Bernbach wirklich Leute mit sehr außergewöhnlichen Hobbys da. Die haben Holzkohle hergestellt, dieser Meiler Verein. Oder in derselben Sendung auch zu Gast der Wurmverein aus Tambach-Dietharz. Die züchten ganz spezielle Würmer und deren Exkremente, kann man sagen, ist bester Humus und damit fantastischer Blumendünger. Sowas haben die sich zur Aufgabe, zum Hobby und zum Lebensinhalt gemacht. Und man kriegt so eine Tüte Dünger für 4,70 Euro. Und das ist ja wirklich Bio. Mehr Bio geht nicht. Alles ganz verrückt. Und das können Sie gerne, wenn Sie mögen, nochmal nachgucken. Auf www.fernsehzimmer.eu sind alle Sendungen, die es jemals gab, in umgekehrter Reihenfolge aufgefädelt. Und dann gibt es auch noch eine kleine Ankündigung, die ich machen muss. Aber erstmal eine kurze Pause, denn es ist eine Menge los im Sommer. End
Endlich wieder feiern. Endlich wieder live. Freies Wort präsentiert den SOS Festival Sommer in Südthüringen. Unterstützt von der Rhön-Rennsteig-Sparkasse. Open Air Feeling und jede Menge Spaß auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl. Erleben Sie die Münchner Freiheit, Stefanie Heinzmann, Axel Prahl und vieles mehr. Tolle Konzerte mit Live-Musik für jeden Geschmack. Tickets und alle Infos unter sos-festival.de. Am 9. Juli ist die 15. Köstritzer Schwarzbiernacht in Suhl mit der Cutting Crew, Ostrock, Klassik und Live-Musik in den Suhler Kneipen. Tickets unter sos-festival.de. Köstritzer Schwarzbier. Erfrischend dunkel. Hallo, ihr Wundervollen da draußen. Endlich geht dieser Festivalsommer los und am 16. Juni spielen wir in Suhl. Meine Band ist da, ich bin da, jetzt braucht's noch euch. Lasst uns den Sommer in Südthüringen feiern, ich hab so Bock. Tickets unter sos-festival.de. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Live aus dem Fernsehzimmer, der Pfingstausgabe, die heute mal ausnahmsweise nicht live ist. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, das hier ist unsere Fernsehzimmer-Bar. Sie können also, wenn Sie mal so eine Sendung live sehen wollen, Montagabend ab 19.30 Uhr gerne bei uns vorbeikommen. Und es gibt auch beste Getränke aller Art zur Unterhaltungssendung dazu. Nächste Woche geht es übrigens um Trüffel aus Thüringen. Aber so viel mal bis dahin. Ich erinnere mich an Sendungen, verrückter geht's fast kaum. Also wir hatten vom Schlagerstar über die Techno-Band bis hin zu verrückten Vereinen alles hier. Und das war, muss ich ehrlich sagen, für mich die verblüffendste Sendung, der Abend der verrückten Vereine. Da waren eine American Football Mannschaft aus Suhl hier, die Suhl Gunslingers, die uns so ein bisschen, naja, mal gezeigt haben, warum sie diesem und keinem anderen Sport frönen und haben mich auch mal in so eine Montur versucht zu stecken, hat dann aber irgendwelche Platzprobleme gegeben. Es war ein Meilerverein hier aus Bernbach, kamen die. Die stellen selber einmal im Jahr ihre eigene Holzkohle her. Gab es auch einen Riesensack Holzkohle zu gewinnen. Hat eine Dame hier aus Suhl gewonnen. Und was hatten wir da? Ach ja, da war ja noch was. Der Mann mit den Würmern. Es gibt wirklich in Tambach-Dietharz einen Wurmverein. Aber nicht irgendwelche Würmer, sondern Laubwürmer oder sowas ähnliches sind. Das sehen ein bisschen aus wie Regenwürmer, sind etwas kleiner. Und die machen aus Bioabfall, aus Resten, Essensresten, Gartenabfällen, machen die besten Humus. Und das ist wohl viel, viel besser als Kompost, haben wir an diesem Tag gelernt. Das ist der bessere Dünger und diesen Dünger, Wurm, Puh, kann man da kaufen bei diesem Verein. Verrückte Geschichte, Sie können sich alle Sendungen, die es jemals gab, in umgekehrter Reihenfolge, wenn Sie mögen, nochmal angucken. Sie sind nämlich wirklich chronologisch sortiert auf www.fernsehzimmer.eu alle noch zu finden, auch die vom letzten Jahr, wenn Sie mögen. Da können Sie auch die Sommerinterviews mit den Politikern aus Thüringen alle nochmal angucken. Wir hatten aber auch Stars des Theaters hier, wir hatten Bands aus Thüringen, aus Hessen hier, wir hatten wirklich große und kleine, aber immer interessante Leute und nächste Woche wird es auch wieder interessant, das kann ich Ihnen auch schon versprechen, denn nächste Woche geht es um Trüffel aus Thüringen und die Dame, die uns da besuchen wird, die bringt einen Trüffelhund mit, mal gucken, ob wir wirklich Trüffel finden. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung. Die Infos dazu gibt es natürlich auch auf www.fernsehzimmer.eu und wenn Sie mögen, dann kommen Sie gerne an einem Montag ab 19.30 Uhr einfach mal hier vorbei und setzen sich live in so eine Sendung, gucken sich mal an, wie sowas vor Ort passiert. Sie sehen ja, wir haben eine kleine Bar, Sie werden also auch nicht verdursten, wenn Sie hierher kommen. Herzliche Einladung, jeden Montag ab 19.30 Uhr steht die Tür hier auf und Sie können gerne mal vorbeikommen. Jetzt nun aber endlich weiter mit dem zweiten Teil des wundervollen Konzerts von Das Neuwerk. Die haben die neue CD rausgebracht und nach dem Konzert zeige ich Ihnen auch oder sage ich Ihnen auch, wie Sie diese CD gewinnen können. Ich
Ich höre Lieder voll großer Worte, Gefühle, die ich erst an dir begreife. Egal wo wir sind, zeigst du mir Orte, Erinnerungen, die für immer bleiben. Ich mal uns ein Bild von jedem Moment mit dir, denn nur mit dir bin ich komplett. Gib's meiner Melodie den Klang, die Symmetrie, die in dir steckt. Hallo Daniel. Wollen wir das jetzt immer so machen? Okay, hallo Daniel. Wo nimmst du die Inspiration für die Texte her? Ist das eigene Erfahrung oder irgendwo gelesen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Antwort, die man von vielen Musikern dann auch ähnlich hört, die Songs schreiben. Es ist im Prinzip autobiografisch zum Teil. Und es sind auch Sachen, die man dann eben über andere hört. Und manchmal sind es eben auch einfach Dinge, über die man sich einen Kopf macht, auch wenn sie vielleicht selber noch nicht unbedingt erlebt worden sind. Aber vieles ist schon, denke ich mal, so, dass man es einfach aus dem Gefühl heraus schreibt. Ich denke, das würde jeder Songwriter dann ähnlich bestätigen, dass man am besten schreiben kann, rein aus dem Gefühl heraus. Okay, und könntest du über Erlebnisse, was weiß ich, von deinen Bandkumpels schreiben? Wenn sie mir davon erzählen und dann muss man schon irgendwie auch wenn die Menschen dann was erzählen, auch irgendwie schon eine gewisse Geschichte jetzt dahinter haben. Also wenn sie mir zum Beispiel sagen, sie sind mal im Aldi einkaufen gegangen, kann man wahrscheinlich auch einen Titel drüber machen, aber wäre ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so inspiriert, sage ich mal, von. Jetzt hören wir gleich Schwerelos. Wo kam da die Idee her? Naja, der ist ja ein bisschen sozialkritisch. Wir laufen halt irgendwie alle immer viel, viel schneller und laufen zum Teil auch diversen Idealen hinterher und beziehungsweise wollen eben auch irgendwie alles immer haben, obwohl wir gar nicht merken, dass es uns eigentlich eher belastet, als dass es uns zufriedener macht. Und ja, daraus kam das. Und ich lebe ja nun mal auch in dieser Gesellschaft und bin ja auch ähnlichen Zwängen und so weiter dann ausgesetzt. Und daher kam die Idee zum Puristisch lebst du?
Wie bitte? Wie puristisch lebst du? Hast du einen Fernseher? Ja, aber kein Fernsehprogramm mehr. Ach, keine Antenne dran? Nein. Ach, wieso das? Netflix reicht? Netflix reicht, ja. Also so dann immer, man kommt ja eh kaum noch dazu. Und deswegen ist es dann schön, wenn man Fernsehen das dann sehen kann, was man gerade sehen will, zu der Zeit, wenn man es sehen will. Jetzt machen wir natürlich tolle Werbung hier. Durch die Straßen jeden Abend das gleiche Trauerspiel. Denn wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. Jeder rennt nur erschöpft zum nächsten Ziel. Breit verzerrte Fratzen spiegeln sich in den Schaufenstern vor mir. Als wenn wir nicht längst schon alles hätten. Es hängt an uns wie ein Geschwür. Im Rampenlicht verschwimmt die Zeit, ein Hoch auf unsere Eitelkeit. Oh, wir sind groß und schwerelos. Doch jeder braucht ein wenig Halt, ein Licht, was auch im Dunkeln scheint. Nur so wird man nie schwerelos. Sind wir nur noch Schatten? Die Schatten unserer selbst haben unsere Fragen, die wir hatten, irgendwann nicht mehr gestellt. Zu welchem Preis auch immer, ein Leben auf dem Abstellgleis. Und es wird jeden Tag nur schlimmer, weil unser Herz dabei verweist. Im Rampenlicht verschwimmt die alles
in unserem Herzen erwacht. Auch wenn man dabei Fehler macht und doch ist alles noch wie am ersten Tag. Vom Funken bis zum Feuerwerk. Es gibt kein Für und kein Wider. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Für uns sind unsere Lieder. Für uns zählt jeder Reim. Und das ist alles in unserem Herzen erwacht. Auch wenn man dabei Fehler macht. Und doch ist alles doch wie am ersten Tag. Vom Funken bis zum Feuerwerk geschlagen Wellen in das tote Meer. Erschaffen tausend Lichter, Feuerwehr. Steht die Zeit mal still, erfinden wir uns neu. Sind tausend Mal schon durch, noch immer. Das ist alles in unseren Herzen erwacht. Und doch ist alles noch wie am ersten Tag. Vom Funken bis zum Feuerwerk. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Jetzt klappt's. Ja, absolut. Ich habe mich jetzt langsam darauf eingestellt, natürlich. Feuerwerk haben wir gehört. Cooler Song. Jetzt gibt's noch einen Sowas von Egal. Das ist so ein bisschen so ein Leck mich am Arschlied, hätte ich beinahe gesagt. Der kam der mal aus dem tiefsten Inneren bei dir? Also es ist eine schöne Motznummer, muss ich sagen. Und ja, tatsächlich, ich glaube, ich habe noch nie einen Song, obwohl der relativ viel Text hat, so schnell geschrieben wie diesen. Ich kann mich wirklich noch an die Produktion erinnern im Studio. Da lief es dann meistens so, dass ich dann irgendwann rausgegangen bin und eben ans Songwriting gegangen bin. Und ich kam dann wieder rein und normalerweise war es meistens so, dass du so die erste Strophe einfach zweimal gesungen hattest, dann um eine Struktur in den Song zu geben. Und ich sag, also meinten sie das auch, soll ich so machen? Da habe ich gesagt, nee, ich bin fertig mit dem Song. Und ja, das war irgendwie, hat das wirklich mal Spaß gemacht, so eine gewisse Abrechnung zu machen. Wer sich davon angesprochen fühlt, Wird schon wissen vermutlich. Und ja, macht auch mal Spaß, auch mal ein bisschen motzig zu sein. Auch zur freien Verwendung für alle Arten von Abschied, ne? kann man den doch gut verwenden. Danke, dass ihr hier wart. Hat Spaß gemacht, auch den Nachbarn. Habe ich gehört, ja. Aber komm, die dürfen das jetzt auch, wann immer sie wollen, bei YouTube angucken zum Beispiel oder in den wunderbaren Lokalsendern hier in Thüringen. Dankeschön, alles Gute. Das Neuwerk, Teil des Ganzen, das ist die neue Platte. Die muss kurz korrigieren, Teil eines Ganzen. Teil eines Ganzen, entschuldige bitte, ich pfusch manchmal. wo kriegt man sie? Ja, im Prinzip über uns letztlich, digital sowieso überall. Und ja, schreibt uns an, beziehungsweise kommt auch einfach auf unser nächstes Konzert. Und vielleicht kann ich noch einen letzten Schlusssatz sagen. Danke. Ein riesengroßes Dankeschön für die Einladung hier bei dir. Tolles Studio, ganz, ganz tolles Team. Wir bedanken uns riesig dafür. Wunderbar, mit Veränderungen komm ich eigentlich immer ganz gut klar. Und jetzt kommst du um die
möchte Gott zu wissen, was mir fehlt, jetzt mir ein Blog-Seminar. Was soll's werden, wenn's fertig ist? Rat mal, wer hier entbehrlich ist. Deine hohlen Phrasen sind kotzbar. Deren Schweiß aus den Poren, ey, mir bluten schon die Ohren. Das Gebiet, was du betrittst, ist gleich Lebensgefahr. Was dich bewegt, wie es dir geht, es ist nicht sowas von egal. Woher du kommst, wohin du gehst, es ist mir sowas von egal. Ganz egal, scheißegal. Es ist mir sowas von egal. Ganz egal, scheißegal. Es ist mir sowas von egal. Ich spür's knirschen zwischen uns, du redst dich an mir gerade wund. Bist nicht wirklich für dein fucking Entertainment bekannt. Meine Zeit ist mir wichtig und deine Message ist nichtig. Und wer hat dich denn zu meinem Oberguru ernannt? Ich bin nicht draufgegangen, hab mich nicht aufgehangen. Ich hab es bis hierher auch easy ohne dich geschafft. Alter, was ist dein Problem? Du willst mich scheinbar nicht verstehen. Ich hab genug von deinem Gesülze, also abfahrt. Was dich bewegt, wie es dir geht, es ist mir sowas von egal. Woher du kommst, wohin du gehst, es ist mir sowas von egal. Ganz egal, scheißegal, es ist mir sowas von egal. Ganz egal, scheißegal, es ist mir sowas von egal.
Schlag schlägt mein Herz im selben Takt. Eine Symphonie aus bunt und schön, wie im Traum auf Wolken gehen, auf Wolken gehen. Das Neuwerk aus Erfurt mit ihrer neuen Platte Teil eines Ganzen. Ich will es nicht falsch sagen, deswegen lese ich lieber ab. Teil eines Ganzen. Wir haben 3 solche CDs hier und die verlosen wir. Und weil das heute ausnahmsweise mal keine Live-Sendung ist, machen wir es wie folgt. Sie haben jetzt genau eine Woche Zeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Also, ich sage mal, am 15.06. ist ein Sendeschluss. Am 15.06. werde ich alle E-Mails einsammeln und aus diesen E-Mails dann 3 Gewinner herausziehen. Schreiben Sie uns einfach Ihre Adresse in diese E-Mail, damit wir das dann auch zuschicken können. Und die schicken Sie bitte an bratwurst@nonsenf.de. Dann kommt das hier an. bratwurst@nonsenf.de, wenn Sie so eine CD möchten. Vielen, vielen Dank. Am 15. gibt es dann die Gewinner. Nächste Woche sind wir wieder live, wenn Sie mögen. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen Lust haben, dann gucken wir uns auch noch mal ein Musikvideo von der Band Das Neuwerk an. Jeden Abend das gleiche Trauerspiel. Denn wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. Jeder rennt nur erschöpft zum nächsten Ziel. Breit verzerrte Fratzen spiegeln sich in den Schaufenstern vor mir. Als wenn wir nicht längst schon alles hätten. Es hängt an uns wie ein Geschwür. Im Rampenlicht verschwimmt die Zeit, ein Hoch auf unsere Eitelkeit. Oh, wir sind groß und schwerelos. Doch jeder braucht ein wenig Halt, ein Licht, was auch im Dunkeln scheint. Nur so wird man nicht schwerelos. Sind wir nur noch Schatten? Fragen, die wir hatten, irgendwann nicht mehr gestellt. Zu welchem Preis auch immer, ein Leben auf dem Abstellgleis. Und es wird jeden Tag nur schlimmer, weil unser Herz dabei verweist. Im Rampenlicht verschwimmt die Zeit, ein Hoch auf unsere. Nur so wird
Augen an, ein Blick voller Regentropfen. Nimm dich in den Arm und schau zur Tür, sie schweigt. Unsere Welt scheint einzufrieren, voller stummer Worte. Nur noch dein zartes Schluchzen bricht die Stille. Das war's dann aber für heute. Ich verabschiede mich aus dem Fernsehzimmer. Ich hoffe, nächste Woche sind wir wieder live da. Also ich weiß, wir sind nächste Woche wieder live da, aber ich hoffe, Sie sind live dabei. Das wollte ich eigentlich sagen. Und wenn Sie mögen, dann gerne herzliche Einladung auch hierher ins Fernsehzimmer ab 19.30 Uhr. Suhl, Friedrich-König-Straße 45. Sie sehen, wir haben eine kleine Bar. Es wird niemand verdursten. Kommen Sie gerne vorbei. Ich freue mich drauf. Nächste Woche das Thema Trüffel aus Thüringen.